Wir befinden uns hier vor der Küste Panamas und haben vermutlich soeben den Sarg des Entdeckers Sir Francis Drake geborgen, der vor über 400 Jahren im Meer bestattet wurde. Haben Sie denn überhaupt keine Skrupel, die Gebeine Ihres Vorfahren zu schänden? Schänden ist kein schönes Wort. Und überhaupt, Sie glauben mir doch nicht. Naja, ich habe mich informiert. Und soweit ich herausgefunden habe, hatte Francis Drake keine Kinder. Auch Historiker liegen mal falsch. Ja. Zum Beispiel kann man einen leeren Sarg nicht schänden. Zur Hölle. So ein Teufel. Was ist das? Los, zeigen Sie mal. Nein, was soll das? Der Deal war für den Sarg. Mehr nicht. Warten Sie mal, wenn mein Sender diese Expedition nicht bezahlt hätte, dann... Sie haben Ihre Story, Lady. Mr. Drake, wir haben einen Vertrag abgeschlossen. Ich habe das Recht, alles zu sehen, was wir... Halten Sie mal die Luft an. Sully, wir haben ein Problem. Beeil dich. Hey, warten Sie. Was ist hier los? Piraten. Piraten? Ja, und die Jungs machen keine Gefangenen. Naja, keine männlichen. Hm, was reden Sie denn da? Sollten wir nicht die Marine zur Hilfe rufen? Tolle Idee, nur haben wir leider keine Genehmigung, um hier zu suchen. Was? Ja, wenn Sie also in Panama nicht im Knast landen wollen, sollten wir uns selbst darum kümmern. Was ist schlimmer? Sie waren offensichtlich noch nie in Panama im Knast. Können Sie damit umgehen? Klar, wie mit einer Kamera. Man hält einfach drauf und drückt ab. Sehr gut. Los geht's. Wie haben die uns hier draußen gefunden? Ach, die Typen verfolgen mich seit Wochen. Ich dachte schon, sie wären weg. Was haben Sie diesen Kerl getan? Ja, das ist eine lange Geschichte. Jetzt dreckig! Die Jungs können sie nicht leiden, was? Weniger reden, mehr schießen! Beeil dich, Sully! Ich hätte ihn fast gehabt! Jetzt wirst du bezahlen! Sie kommen an Bord! Hey. Oh nein, ihr Miesen! Oh Gott! Hab dich, Boulet! Sully, wo bist du? Hey. Jetzt wirst du bezahlen! Okay, das ist nicht gut. Was ist das? Hau rein, Sully! Oh, meine Kaution kriege ich dann wohl nicht zurück. Die Kamera, die kommt! Ach, Gott sei Dank. Ins Wasser! Ja.
Habe ich jetzt zum ersten Mal gelesen. Was soll das denn? Okay. Los! Okay. Musst du mal was schreiben? Ja, ja. Jetzt ist an. Ich rede die ganze Zeit. Bei ihrem Kommentar über ihre Waffe, dass man nur draufhalten muss, habe ich gesagt, so spricht, würde es Smeets auch sagen. Also hier kann nicht an, der letzte Text der Werbung muss und dann Mikrofon. Eigentlich lief's ganz gut, bis das Boot in die Luft geflogen ist. Und dann habe ich auch direkt angemacht. Alles klar? Und Discord habe ich nicht an. Eine Therapie wird schon richten. So, der Ton aus in Discord. Wenn das mal nicht die hübsche, begabte Elena Fischer ist. Oh, dafür kommen Sie in den Bericht? Ach, ich wirke lieber hinter den Kulissen. Victor Sullivan. Oh. Ach, das gibt's doch nicht. Ihm hilft man nicht. Wie wär's mit abhauen, bevor es hier noch mehr Ärger gibt? Und? Ein kleines Geschenk von Sir Francis. Aha, ihr habt den Sarg gefunden. Warte mal, ist das das, was ich denke? Drakes Tagebuch. Ich hatte doch recht, sein Tod war vorgetäuscht. Er muss große Pläne gehabt haben. Ja, aber das behalten wir lieber mal für uns. Danke fürs Ausleihen, Mr. Drake. Ein Blick ins Tagebuch hätte ich mir verdient, finde ich. Also, als Drake im Pazifik aufkreuzte, hat er die Spanier total überrumpelt. Er kaperte ihre Schiffe und alle Karten, ja, Briefe, Tagebücher und notierte alles hier drin. Mhm, genau, bei seiner Rückkehr nach England beschlagnahmte die Krone all seine Karten. Das ist jetzt ein PS3 Remaster. Das hier. Das Originalspiel ist 10 Jahre alt. Ja, und das... Verstehst du, Drake hat damals etwas entdeckt, Sully. Etwas so Geheimes und so Kostbares, dass es keinesfalls rauskommen durfte. Ja, schon gut, Nate. Tu mal einen Moment so, als wäre mir dieser Quatsch egal und komm auf den Punkt, okay? Ja. Kommst du eigentlich immer gleich zur Sache? Da stehen die Frauen bestimmt total drauf. Hat sich noch keine beschwert. Bitte, wie du willst, dann kommt jetzt der gute Teil. Nur für dich. Na? Das echte Eldorado. Der hatte wirklich große Pläne. Versteht da sonst noch was? Ah, auf einmal interessiert's dich, was? Ja. Yeah. Hm, aber leider nein. Die letzte Seite fehlt. Ja. Ich sag's dir, Sully. Das ist es. Endlich haben wir Glück. Ja. Yeah. Sind Schatzsucher, glaube ich. Aber wir haben da ein kleines Problem. Ja, das sage ich doch. Explodiert. Versenkt. Aber dafür gibt's ja Versicherungen, stimmt's? Das Schiff ist explodiert. Dafür gibt's Versicherungen. Nein, die Kamera. Nein, die Kamera ist ganz. Mach dir um die keine Sorgen. Praktisch wie neu. Sully, das Mädel ist knallhart. Du hättest sie sehen sollen. Toll, dann geh doch und sag ihr, dass wir die goldene Stadt gefunden haben. Vielleicht bringen sie es heute Abend noch im Fernsehen. Komm schon. Hey, vertraust du mir? Mehr oder weniger? Ich auch nicht, müssen aufpassen. Gut, denn bald ist jeder Kleinkriminelle der Welt hinter diesem Schatz her. Wir müssen sie loswerden, sofort. Du bist ein echter Gentleman, Sully. Ich weiß. Ein Genitalmann. Ist mies. Sie wird zu verstehen. Nein, das ist... Unser Budget interessiert mich nicht. Ich meine... Ist dir klar, dass das die größte Story des Jahres wird? Hi. Nein, ich traue ihn nicht, okay? Darum müssen wir uns beeilen. Schick mir einfach das Kamerateam und ich verspreche dir das. Hey! Ich hätte es echt wissen müssen. Tschö. Warte. Langsam, Kleiner. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Für die kleine Kellnerin in Lima hat's aber gereicht, was? Das ist was anderes. Aber ich geb's zu. Weniger anstrengend war's nicht. Na, du hast es gleich geschafft. Wir sind fast da, alter Mann. Da fällt mir was ein. Hab ich dir mal erzählt, wie ich Pablo Escobar ein gefälschtes Bild aus dem 16. Jahrhundert vertickt habe? Nee. Riskant, klar. Aber als er es rauskriegte, war ich schon. Nate, hörst du mir eigentlich zu? Ich lausche gebannt. Ach, du Undankbarer.
hörst du mir eigentlich zu? Ah, mit X springe ich. Oh, Äffchen. Sehr idyllisch. Meinst du wirklich, dass Francis Drake auch hier war? England ist ganz schön weit weg. Und? Ich kapier's nicht. Das Ding sagt, hier ist die markierte Stelle. Vielleicht liest du's falsch ab. Zeig mal her. Nein, wir sind schon richtig. Hier ist nichts, Nate. Wieder eine Sackgasse. Bleib ruhig, Sully. Ganz locker. Dann sehen wir uns mal um. Mann, da findet man leicht eine Nonne im Bordell. Der Alte hat Sprüche drauf, doch. Na, das sieht doch gut aus. Wer hat das wohl gebaut? Die Inka? Nein, das ist noch älter. 2000 Jahre älter. Was gefunden? Bis jetzt nicht. Boah. Boah. Pass auf da oben! Hey, irgendwas stimmt hier mit dem Boden nicht. Was macht der? Klingt hohl. Wir müssen das irgendwie einschlagen. Da habe ich einen großen Stein freigespielt. Einfach drauf los. Ah. Die Mietstaktik. Gut gemacht, Kleiner. Wow. Brauchen wir wohl die Taschenlampen. Oh, oh. Wow.
für ein nettes Fleckchen Erde. Du hast was anderes erwartet, hm? Ja, wo ist das scheiß Gold? Das Ding ist schon vor langer Zeit geplündert worden. Dieser verdammte Pirat! Nein, das war sicher nicht Drake. Schau dir das mal an. Die Spanier sind ihm wohl zuvorgekommen. Was ist los, Sully? Nate, mir geht es nicht um irgendwelche Eimer. Ich steck bis zum Hals in Schulden. Ich hab mir hier wirklich was erhofft. Ja. Zu viele Lokalrunden in Lima, hä? Huh? Das und... ja, ein paar Geschäfte mit den falschen Leuten. Solltest du nicht deine Finger von den bösen Jungs lassen? Und von den bösen Mädels? Ach, und was ist mit dir? Was soll das denn heißen, hä? Huh? Die Reporterin. Hab gesehen, wie du sie anhimmelst. Elena? Blödsinn. Bei der bin ich unten durch, seitdem wir sie am Dock stehen gelassen haben. In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. Und was soll denn da bitte der Unterschied sein? Das, mein Freund, musst du schon selbst rausfinden. Die Spanier haben echt viel Mist dagelassen. Vorsicht, Nate, das ist echt tief. Kein Witz, oder? Krass. Wir müssen da rüberkommen. Sieht gut aus. Hilfst du mal mit, Sully? Komisch. Ach so! Hier, lass mich mal. Das Spiel ist 10 Jahre alt. Erst ab Teil 2 hat es die Last of Us Engine. Ich halte sie auf. Versuch du, sie von innen zu blockieren. Okay, lass los. Das müsste halten. Mach schnell, Sully! Oha! Das war mir etwas zu knapp. Hoffentlich gibt's hier eine Hintertür, was? Moment, das kenne ich doch. Ich glaube, das kenne ich aus Drakes Tagebuch. Ja, hier. Das Ding scheint eine Art Lampe oder Leuchter zu sein. Versuch mal, es anzuzünden. Da hast du so oft über die Zigarre gemotzt und jetzt nutzt sie uns, was? Wir müssen den Schrott irgendwie wegräumen. Wie denn? Das Holz ist trocken. Wir könnten es verbrennen. Ja, dann mal los. Schieß doch mal eine der Lampen runter. Ah. Ja, so ein bisschen schon.
Indiana Jones. Und jetzt? Ah, Nate. Das konnte ich vor 30 Jahren. Indiana Jones. Oh, ich hätte da nicht stehen dürfen. Ups. Ja. Hätte ich mir auch denken können, wenn man... Indiana Jones, ja. Ich hätte nicht aufs Fass schießen dürfen, wenn ich genau daneben stehe. Hätte mir Indiana Meets auch mal sagen können, oder? Ich weiß nicht was. Was macht man damit? Halt, die Zeichen kenne ich doch. Skorpion? Die Ordnung dieser Zeichen trägt Bedeutung. Zahnrad. Unten rechts ist die 2 so ein Drachentyp. Das 3 ist, weiß ich nicht. Und 4 die Fratze. Zahnrad, Drache, Fratze. Randale für Mietz. Muss man hier Gewichte drauflegen oder was? Das erste, was wir drücken.
Ja, wo sind denn die anderen beiden, die ich drücken muss? Muss man ja sogar nachdenken, krass. Ah! Ja, das wird falsch sein, was ich hier mache. Ich muss erstmal das Zahnrädchen drücken. Das ist hier. Ja. Nee. Boah. Krass. Hey, da passiert was. Ist das richtig für die Kuh? Zahnrad ist raus. Jetzt muss dieser Pimmelkopf raus. Ey, was soll denn heißen? So. Zahnrad zuerst. Zahnrad darf ich. Ach, Zahnrad zählt jetzt oder was? Okay. Zwei ist das komische Typchen. Der war's nicht, nee. Der war's. Dann ist es der Mongole von hier. Wo war denn der vierte nochmal? Ich hab da jetzt alle, oder? Da. Ja, genau. Da hat Indiana Meets den Fall gelöst. Oha! Ganz schön tief! Ups! Oh nein. Ja. Basti failed. Mann, Frau Mietz. Lach mich nicht immer aus. Oh. Vor der verwunschene Schatzkammer. Okay, das bringt was. Ach, sag nicht, du gehst da drin schwimmen. Es gibt Schlimmeres.
Jetzt bin ich nervös. Oh, verdrückt. Geschafft! Ich bin jetzt drüben! Bekommst du die auf? Oder Krawallmetzier. Da kommt er. Nicht schlecht. Danke. Wenigstens ein Lob heute. Ich nehme den hier. Oh, mein Fehler. Ah, sieht sicher aus. Also ich würde hier nicht drüber gehen, wenn ich ich wäre. Wenn ich er wäre, wäre er nicht ich, dann wäre ich was. Aber ich bin ja nicht er, weil ich er. Boah! Ich hab's geschafft! Hat eine verrückte Lache. Nichts passiert! Voll der Adrenalin-Junkie. Jetzt sieht es aus, als hätten wir endlich... Der Piss war eine Müll, Alter. Das würde ich danach auch hoffen. Total kaputt. So. Boah, Wahnsinn. Sie haben den Tempel drumherum gebaut. Und um was? Eine Statue. Müllhaldenmiets. Eine Goldstatue. Eine Riesengoldstatue. Statue. Aber hier, diese Menschen da, die huldigen dem Ding. Wenn das überhaupt Menschen sind. Oh oh, was soll denn heißen? Klar. Sind die etwa Zombies oder was? Eldorado, der goldene Mann. Sully, es war keine Stadt aus Gold. Es war das hier. Es war ein Götze aus Gold. Mann, kannst du dir vorstellen, was das Ding heute wert wäre? Schau mal hier, Spuren. Die Spanier haben sie auf Stämmen weggeschleift. Und wir sind leider 400 Jahre zu spät. Und gehen leer aus. Ja, sieht so aus. Verdammter Mist! Außer... Außer was? Wir folgen der Spur. Oh, ich wurde überboten. Mit 32,50 Euro bin ich aktuell Höchstbietender wieder. Höher werde ich nicht gehen. 35 Euro mehr zahle ich nicht. Da blinkt was. Oh, ich habe für Mietz einen Schatz gefunden. 1 von 60. Ist ja cool. So, Frau Mietz, soll ich links oder rechts lang gehen? Na gut, dann gehe ich links lang. Nein, Spaß. Ach, hier kamen wir ja her. Ey, das schickt die Frau Mietz nicht wieder zurück, ey. Ich glaub's nicht. Lacht sich kaputt und verarscht mich hier noch, du. Na, danke.
Wer hat ihn voll verarscht von Frau Mietz, ey. What the fuck? Hier hören Sie auf. Ja, sieht aus, als wäre die Rückwand des Tempels weggesprengt worden. Ja. Die Spanier haben beim Schatztransport eine Abkürzung gebaut. Klasse. Und jetzt? Da liegt was. Einen neuen Schatz für Frau Mietz, eine silberne Schildkröte. Die schauen wir uns ja mal genauer an. Ja, da krieg ich bestimmt den einen oder anderen. So, jetzt habe ich den schon für Frau Mietz, einen Inka-Pokal und eine Schildkröte. Die Tortis, jawohl, das ist der Torti-Anführer, der vermisst die Mietz schon. Wie sie heute Tortis machen musste, weil sie Pingu nicht hinbekommt. Ja, war ein schöner Moment. Halt, Sally, hörst du das? Oha! Na, sowas sieht man nicht jeden Tag. Mein Gott. Schön. Also, das sieht schon schön aus, dafür, dass es 10 Jahre alt ist. Grafisch sollen die anderen Teile noch um einiges besser aussehen, aber das ist ja für das Alter schon echt okay. Schau sich Anna das an. Ist wohl bei Hochwasser gekommen und dann stecken geblieben. Schauen wir es uns an, hm? Mitten im Amazonas. Mir ist bei der Sache irgendwie unwohl. Unwohl? Sag bloß, du hast noch nie ein deutsches U-Boot mitten im Dschungel gefunden. Ach, jetzt mal im Ernst, Nate. Weißt du was? Du bleibst hier. Ich sehe mich mal um und gebe dir Bescheid, wenn ich auf die Crew treffe. Ja, genau. Mach das. Oh, warte mal. Das bewahrst du lieber auf. Okay. Ich glaube, das könnte echt anstrengend werden. Ein überraschender Fund. Ich muss mehr Schätze für Frau Mietz finden. Das freut sie. Upsala. Als müsstest du über die Klippen klettern, um ins U-Boot zu kommen. Okay. Sally, schrei mich doch nicht bitte so an, das ist fürchterlich. Ah, ich muss schwingen. Musst du körperlich fit sein, wenn du so solche Jumps machst. Hey, pass da oben auf, da geht's tief runter. Ich guck mal hier rechts, vielleicht habe ich einen Schatz übersehen für Frau Mietz.
Jo. Ein Tyrona-Anhänger. Was hält er denn da in den Händen? Ist wohl vom Rock. Gold für Frau Mietz. Ja. Mann, ey. Es sieht leichter aus, schwerer aus, als es ist. Habe ich den Schatz dann jetzt schon? Ja, der liegt da nicht mehr. Toll, wir kommen jetzt hier runter. Da ist das Schiff. Welt, von dort kannst du dich wohl direkt ins U-Boot fallen lassen. Wow, was eine Aussicht. Hey, willst du gegen Tetanus gehen? Sehr witzig. Okay, bin drin. Was siehst du? Die Jungs wurden übel zugerichtet. Hier ist überall Blut und Suppe. Was? Suppe? Zombie. Na, wo kommt die denn her, mein leicht verwester Freund?
glaube, die Spur ist wieder heiß geworden. Wie das? Tja, hier liegt ein Typ mit jeder Menge spanischer Münzen. Aber die Prägung darauf habe ich noch nie gesehen. Du machst Witze. Anscheinend wussten die Jungs mehr als wir. Auf damit! Auf, auf, auf! Boah, ich könnte in keinem U-Boot leben. Das ist ja so eng. Und stell mal vor, du lebst da mit 30. Gemütlich. Boah, ist ja fürchterlich. Bin jetzt in der Kajüte. Weißt du was? Der Captain auch. Was soll das denn heißen? Er ist ermordet worden. Oder besser gesagt zerfetzt. Was für ein Abgang. Klingt furchtbar. Durchsuche ihn. Wie einfühlsam, Sully. Gibt's doch nicht. Was gefunden? Der bleibt da, der Captain. UK-2642. UK. UK. UK-2642. Bingo. Alles klar bei dir? Sully, das wirst du nicht glauben. Lass hören. Ich glaube, ich habe die fehlende Seite. Nicht im Ernst. Anscheinend haben Drake und die Deutschen den gleichen Schatz gesucht. Hier ist die Karte, die uns genau ans Ziel führt. Nate, wir dürfen nicht wieder falsch liegen. Diesmal muss was rausspringen, sonst... Sonst was? Sully? Bist du da? Sullivan! Mhm. Was ist da los? Warum antwortet er nicht? Oh oh. Das ist wohl nicht gut. Der Puls. Ach, hey. Hey, hey! Deine Freunde, Sully? Gabriel Roman. Ich weiß genau, wer du bist, Dreckskerl. Wo bleiben die Manieren? Wir sind geschäftlich hier. Los, darüber. Langsam. Hoch mit den Händen. Ja, schon gut. Ihr Freund schuldet mir viel Geld, Mr. Gray. Sehr viel Geld. Und als er mir sagte, dass sie zwar etwas gefunden hätten, den Fund ihres Lebens, sagte er, war ich fasziniert. Aber große Töne hat er schon früher gespuckt, nicht wahr, Victor? Es ist immer das gleiche Leben. Immer dasselbe Geschwätz. Mann, redet der immer so viel? Nicht so heftig, Navarro. Der hat aber auch einige Sprüche drauf. Tja. Ich fürchte, wir müssen jetzt leider gehen. Es sei denn, Sie hätten etwas dort drin gefunden, Mr. Drake, das uns für die Unannehmlichkeiten entschädigt. Ich hab nichts. Er verarscht dich, Nate. Sie wissen alles. Gib ihm die Karte. Langsam. Was hat die Kriegsmarine mit Eldorado zu tun? Meinst du, das wäre ein Zufall? Die Deutschen haben auch den Schatz gesucht. Damit hat diese Karte zu tun.
Sind wir quitt? Vorerst. Nur für den Fall, dass Sie vergesslich sind. Hey, langsam. Lassen Sie. Hey, hackt ihr nicht immer erstmal einen Finger ab oder so? Das hat keinen Stil. Nein, das hier wird ihm mehr wehtun. Wow, wow, wow. Kommen Sie, Roman. Er hat nichts damit zu tun. Sully! Sully! Also Dreckskerl! Haltet ihn! Er ist da drüben! Ich sehe! Mist! Hab ihn erwischt! What the fuck? Sie fällt dreimal tot nach 2 Sekunden. Ich hatte schon glorreichere Momente. Langsam, Cowboy. Ey! Das ist fürs Abhauen am Dock. Was zum Teufel machen Sie hier? Denken Sie, ich wäre zu blöd, um 2 bekloppten Grabräubern zu folgen? Er ist hier lang. Ich funke voraus. Ja, es gibt nur noch einen Grabräuber. Ey, nichts dagegen. Ja. Und wir auch, wenn wir nicht hier verschwinden. Oh Gott, tut mir leid. Bitte sagen Sie, dass Sie eine Waffe haben. Ja, natürlich. Oh, danke. Na gut, dann los. Erzielen war noch nie meine Stärke. Jetzt habe ich auch nicht mehr den schönen Last of Us Scanner. Bück dich doch! Schießt jemand auf dich? Die schießen auf uns beide, oder? Ich sehe ihn. So, der Basti safe mal. Kopfschmerzen gehen langsam los. Oh.